Seid gegrüßt, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance Part Nummer 4. Ja, was soll man zum dritten Part sagen? Ey, der gute Heinrich hat beide Eltern verloren. Na, das Dorf Scarlitz wurde einfach so dermaßen überrannt von einer bisher unbekannten Armee. Wie man jetzt gerade sieht, der Heinrich ist super, super müde. Wir haben uns letztes Mal hier ausgelockt, vor dem Bett, wollten eigentlich jetzt schlafen gehen. Wir haben hier ein bisschen mit den neuen Leuten geredet, die uns netterweise was zu essen gegeben haben und dieses Bett hier zur Verfügung stellen. Gut, bevor der Heinrich jetzt umkippt, gehen wir jetzt einfach mal schlafen und schauen mal, was passiert am nächsten Tag. Schlafen. Machen wir mal 2 Stunden. Okay. Heute werden die Wachposten verdoppelt. Haltet die Augen offen. Wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht, meldet es sofort. Verstanden? Ja, Herr! Ich bin es, Heinrich. Vergib mir die Störung. Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt. Oder doch? Herren... Nein, nein, ich war eh wach. Was führt dich zu dieser späten Stunde hierher? Ich dachte, du könntest etwas Wein vertragen. Das ist genau das Richtige, um einzuschlafen. Hab Dank, Herrin. Hab Dank, wirklich. Aber das hättet ihr nicht. Ihr hättet auch einen Diener schicken können. Das hatte ich vor. Aber um die Wahrheit zu sagen, konnte ich auch nicht schlafen. Bei meinem Gebet musste ich an dich denken. Es war bestimmt schrecklich für dich. Ich kam, um dir Trost zu spenden. Um dir zu sagen, dass du nicht allein bist. Wie nett. Danke, Herr. Kein Problem. Nun, Heinrich, ich weiß, das muss für dich alles neu und seltsam sein. Aber fühl dich bitte wie zu Hause. Also sorge dich um nichts außer um deine Genesung. Nur Gott allein weiß, was du alles durchgemacht hast. Ich weiß, was es heißt, allein auf der Welt zu sein. Wenngleich dein Verlust viel schwerer wiegt. Mit Gottes Hilfe verflüchtigt sich der Schmerz mit der Zeit. Darüber zu sprechen kann sehr hilfreich sein. Wenn dir danach ist. Ja, war ein harter, langer Tag auf jeden Fall. Gucken wir mal. Ich kann nicht darüber reden. Vom Überfall berichten. Dann glauben wir ihr einfach mal, so wie es ja auch im echten Leben ist, manchmal ist es besser, über gewisse Dinge zu reden. Du könntest recht haben, Herrin. Ich erzähle dir davon. Es war schrecklich und kam unerwartet. Ein Tag wie jeder andere. Vater schickte mich für Besorgungen ins Dorf. So, ich ging zur Schenke und traf mich mit meiner Liebsten Bianca. Ich trieb Schulden ein. Okay, wer erzählt? Ich holte in der Schenke Bier für Vater. Ich weiß die Aufgabe eines Stallburschen, aber es kümmerte mich nicht, denn Bianca arbeitete dort. Ich machte ihr den Hof und wir wollten uns später treffen. Aber dazu sollte es nie kommen. Du armer Junge. Als ich alles erledigt hatte, eilte ich nach Hause. Ich hatte Vater versprochen, ihm bei der Arbeit zu helfen und freute mich schon darauf. Er schmiedete Herrn Ratzig ein Schwert. Wir bleiben mal dabei, weil wir haben nicht viel Zeit, sehe ich gerade, ne? Ja. Vater und ich unterhielten uns immer in der Schmiede. An jenem Tag bat ich ihn, mich im Schwertkampf zu unterweisen.
Aber er lehnte ab und sagte, ein Mann solle seinen Kopf lieber nicht für sinnlose Heldentaten aufs Spiel setzen. Hätte er nur geahnt, welch Schicksal uns erwartete. Oh. Aber Sigismunds Horde wartete schon am Horizont, bereit anzugreifen. So, jetzt warten wir mal rüber. Ein Heer stand versammelt. Fahnen wehten im Wind, die Rüstungen glänzten im Sonnenlicht und die Rösser wieherten ungeduldig. Sie warteten darauf, dass Sigismund das Zeichen zum Angriff gab. Wie furchtbar! Und dann brach der Tod über Scarlitz herein. Töteten der deutsche Werte sich doch erfiel. Meine Eltern. Vater sagte, dass ich gehen und in der Feste Schutz suchen solle, während er Mutter holt, die im Dorf war. Und dann sah ich, wie er einen Kuman nach dem anderen niederstreckte. Ich habe ihn noch nie so kämpfen sehen. Doch dann bemerkte ihn der Anführer von Sigismunds Horde und ging auf ihn los. Ein Ritter in voller Rüstung. Er erschlug meinen Vater und wandte sich dann meiner Mutter zu, um sie kaltblütig zu ermorden. Armer Junge, möge der Herr ihren Seelen gnädig sein. Ich lief wie unsere Nachbarn zur Burg, doch ich schaffte es nicht. Ich musste einen anderen Weg finden. Die Männer auf den Zinnen riefen mir zu, nach Talmberg zu fliehen und euch zu warnen. Zum Glück kannte ich einen verborgenen Pfad um die Burg. Ich brauchte ein Pferd, um nach Talmberg zu gelangen und euch zu warnen. Und den Ereignissen zum Trotz hast du an andere gedacht, wie ein aufrechter Christ. Dann hörte ich einen Schrei. Theresa, das Müllermädchen, war von Kumanen gefasst worden, die sie schänden wollten. Ich hatte Herrn Ratzigs Schwert, und obwohl sie in der Überzahl und gut gerüstet waren, musste ich versuchen, sie zu retten. Ich wollte zumindest irgendjemandem helfen. Und es gelang mir, obgleich ich fast dabei umkam. Und dann nahm ich eines ihrer Pferde und ritt davon. Wie ein beherzter Ritter. Ich werde das Grauen nie vergessen. Es wird mich meinen Lebtag verfolgen. Okay. Das ist furchtbar. Wie konnte so etwas Schreckliches nur passieren? Nur Gott allein weiß, weshalb er so etwas zulässt. Ach, du armer Junge. Ich kann deinen Kummer wirklich verstehen, aber Gott trifft keine Schuld am Elend dieser Welt. Das ist das Werk von Satan und seinen Schergen. Das Werk von denjenigen, die von Raffgier, Neid und Stolz erfüllt sind. Du darfst deinen Glauben nicht verlieren, ganz gleich, was geschieht. Das Schicksal war meinem Gatten und mir auch nicht wohlgesonnen, das kannst du mir glauben. Obwohl, im Vergleich zu den Schrecknissen, die dir widerfahren sind. Ich war noch sehr jung, als ich geheiratet habe. Mein Vater wollte es so. Divish war viel älter als ich, aber als Frau muss man sich dem leider ergeben. Kurz nach der Hochzeit, noch bevor ich auch nur einen Blick auf Talmberg werfen konnte, wurde die Feste gestürmt und mein Gatte ins Gefängnis gesperrt. Wirklich? Er hatte wohl irgendeinen Streit mit Herrn Havel Medek von Waldeck und dieser beschloss, ihn gewaltsam zu schlichten. Er stürmte die Burg, steckte Privislavitz komplett in Brand und tötete viele unserer Männer. Sogar den alten Kämmerer. Er warf meinen Gatten in den Kerker und postierte dort seine eigene Garnison. Das ist Abschott. Ich war gerade erst 18 Jahre alt und völlig plötzlich ganz allein mit Herrn Robert. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir gingen nach Prag, um den König und Divishs Freunde um Hilfe zu bitten, aber ohne jeglichen Erfolg. Jahrelang versuchten wir es. Doch es schien, als wäre ich zur Einsamkeit verdammt und mein Gatte dazu, in seiner eigenen Burg zu verrotten. Jahrelang, sagt er? 7 Jahre. Ja, so lange hat es gedauert, bis Havel zu einem Feind der Krone erklärt wurde. Und selbst dann weigerte er sich, die Burg aufzugeben und meinen Gatten freizulassen. Letzten Endes brachte ich das Lösegeld für ihn auf. Erst dann konnte ich, nur durch Gottes Gnade, endlich wieder in das Gesicht meines Gatten blicken, Heinrich. 7 Jahre. Und wurde Havel dafür bestraft? Nein, nie.
Und nach diesen 7 Jahren kehrte mein armer Gatte als gebrechlicher alter Mann zu mir zurück. Herr Divis scheint ein guter, starker Mann zu sein. Ja, gewiss, doch leider hat er sehr viele Sorgen. Er musste Talmberg wieder errichten. Nachdem er freigelassen wurde, ernannte ihn der König zum Burggrafen des Schlosses zu Prag. Er war sehr beschäftigt. Da war keine Zeit mehr für mich. Aber immerhin waren wir in der Stadt und da lief schon so einiges. Und nun sind wir hier. Herrin, ihr seid noch jung und wunderschön. Ihr habt eure besten Jahre noch vor euch. Wenn das bloß wahr wäre, Junge. Wenn das bloß wahr wäre. Wie alt ist sie denn? Aber deshalb belästige ich dich damit. Du hast genügend eigene Sorgen. Ich werde gehen und dich schlafen lassen. Ja, Schlaf brauche auf jeden Fall. Das war eine schöne kleine Unterhaltung. Gute Nacht. Gott sei mit dir. Gute Nacht, Herrin. Na gut. Sehr nett natürlich auf jeden Fall. Aber jetzt wird geschlafen. Hoffe ich. Ja, das Gespräch hat auf jeden Fall gut funktioniert. Wir sind mal dem Herzen gefolgt. Was kommt jetzt? Oh, Albtraum. Bewegt euch! Ihr müsst euch beeilen! Schnell! Wir müssen die Tore schließen! Du kannst nicht zurückgehen! Heinrich, hilf uns! Oh! Oh! Hilf uns, mein Sohn. Sei kein Feigling. Das ist bitter. Das ist bitter. Heinrich, wach auf! Das willst du nicht verpassen. Was ist denn? Ist was passiert? Komm zum Wehrgang. Die Wachen melden, es wären Leute aus Scarlitz auf dem Weg hierher. Oh. Überleben, ne? Oder Angreifer. Spiel gespeichert. Das ist natürlich auch schon mal schön. Die Fackel vom Tisch, okay. Fackel. Eins. Nein, eins ist mein Schwert. Wenn du bei Nacht Licht brauchst, halte I gedrückt. Achso. I oder eins? Nee, eins. Ah, okay. Gedrückt halten. Und damit rüsten wir unsere Fackel aus. Es ist anscheinend immer noch mitten in der Nacht. Na Mensch, da haben wir echt viel geschlafen. Schauen wir mal, was jetzt hier abgeht. Ich hoffe ja, dass es Überlebende sind aus Scarlitz. Zum Beispiel Theresa, die hat es ja, denke ich mal, geschafft, ins Haus zumindest. Oder meine Freunde Fritz und Co. Wer weiß. Begib dich über die Treppe am Tor zum Wehrgang. Ja, das haben wir gemacht. Achso. Muss mit Hauptmann reden. Wo ist denn der? Ne, schon wieder der private Bereich. Der Graben ist tief. Nochmal, der ist bestimmt hier irgendwo auf der Mauer. Gehen wir mal da lang. Auf jeden Fall eine sehr stürmische Nacht. Es war natürlich perfekt, jetzt angegriffen zu werden. Hört auf dein Kommando und alles wird gut. Ach du Scheiße. Was ist denn hier los? Was ist los? Weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Deshalb würde Sigismund bei Nacht auf Talmberg vorrücken.
Außerdem hat er das Überraschungsmoment durch den Angriff auf Scarlets eingebüßt. Vielleicht ist er es nicht. Aber wer dann? Die Späher von Herrn Divish sagen, Sigismund hätte ein Lager aufgeschlagen und sich darauf vorbereitet, die Burg zu stürmen. Und Herr Ratzig ist ein erfahrener Stratege. Sicher würde er die Burg eine Weile halten können. Das ergibt keinen Sinn. Was haben die Späher noch gesagt? Nicht viel, denn bevor sie nah genug rangekommen sind, zog der Sturm auf. Und du hattest recht. Sigismund hat verdammt viele Männer, zudem noch Söldner. Eine Streitmacht wie diese kostet ein Vermögen. Tja, spätestens, wenn sie hier sind, haben wir Gewissheit, nicht wahr? Ja, das stimmt. Oh Mann. Das sieht mir nicht nach einem Angriff aus. Halt! Wer ist da? Der Teufel und seine Dämonen! Wer sonst, Robert? Herr Ratzig, welch Erleichterung! Ist seine Lordschaft bei euch? Ja, Herr, er steht gleich hier. Oh, du bist wirklich noch wach, Divish? In deinem Alter ist gesunder Schlaf doch unerlässlich. Naja, du hast ja auch nicht gerade die beste Zeit für einen Ausflug ausgesucht. Bist du in Eile? Wir mussten leider recht abrupt aufbrechen. Ob du es glaubst oder nicht, aber dieses Unwetter ist ein Segen für mich und meine Männer. Wie mein Großvater immer zu sagen pflegte, besser eine kleine Wunde als eine aufgeschlitzte Kehle. Dein Großvater war wohl ein weiser Mann. Der Bote hat bereits erzählt, was geschehen ist. Ein Bote? Der Junge, den du geschickt hast. Er lebt? Er hat es hierher geschafft? Er ist hier oben bei mir. Er ist gerade noch mal so davongekommen. Gott sei Dank. Ein tapferer Junge. Aber sag mir, Freund, wie habt ihr es nur geschafft zu entkommen? Ich danke Gott für dieses Unwetter. Als es losbrach, krochen Sigismunds Tataren in ihre Löcher und haben die Erstürmung der Burg wohl auf schöneres Wetter verschoben. Wir konnten uns direkt vor ihren Nasen davonschleichen. Der Herr sei gepriesen. Wir hätten keine Chance gegen sie gehabt. Möchtest du die Nacht hier in Thalenberg verbringen? Nein, nein. Wenn Sigismund die Burg morgen leer vorfindet, wird er womöglich nach uns suchen. Wir würden euch nur unnötiger Gefahr aussetzen. Wenn meine Männer und ich nicht hier sind, hat er keinen Grund anzugreifen. Aber was habt ihr dann vor? Wir marschieren nach Rathay. Es ist kein langer Weg und außerdem können wir uns dort viel besser verteidigen. Und es ist genug Platz für all diese Menschen. Falls Sigismund kommt, solltet ihr euch ergeben, Divish. Es hat keinen Sinn, eine aussichtslose Schlacht zu beginnen. Da hast du wohl recht. Ist der Junge immer noch bei dir? Ich bin hier, Herr. Du hast Mumm, Junge. Das muss man dir wirklich lassen. Ich bedauere sehr, was geschehen ist. Möchtest du dich uns anschließen? Sehr gern, Herr, aber zuerst muss ich nochmal zurück nach Scarlets. Du bist wahnsinnig! Was willst du dort? Ich kann die Leichen von Mutter und Vater nicht einfach auf der Straße verfaulen lassen. Ich komme euch nach, sobald sie bestattet sind. Denk nicht mal daran, zurückzugehen, du Esel. Bist du lebensmüde? Aber Herr... Schweig! Es tut mir leid um deinen Vater, aber dein Tod macht ihn auch nicht wieder lebendig. Divish, bitte sorge dafür, dass der Junge hier im Thalenberg bleibt, bis sich die Lage etwas beruhigt hat. Sei unbesorgt, mein Freund. Er ist verletzt und muss wieder zu Kräften kommen. Ich werde ihn so sicher verwahren wie Havel von Waldeck. Wie ich sehe, ist dir vom ewigen Trübsalblasen ein dickes Fell gewachsen. Ich danke dir. Wir werden uns wiedersehen, wenn die Umstände etwas günstiger sind. Leb wohl. Leb wohl, mein Freund, und viel Glück. Richte Herrn Harnisch meine Grüße aus. Das werde ich. Dir und deinen Leuten auch viel Glück. Dies sind finstere Zeiten. Abmarsch! Habt ihr gehört, Leute? Abmarsch! Oh Mann, Rathay. Okay. Männer, heute Nacht verdreifachen wir die Wachposten. Teilt euch wie immer auf. Und wenn ich einen beim Saufen, Würfeln oder Dösen erwische, breche ich ihm höchstpersönlich alle Knochen. Das ist meine Ansage. Haltet die Gegend im Auge. Gewiss entsendet Sigismund Speer. Und da er die Flucht der Skalitzer bemerkt hat, vermutlich auch Männer, die sie verfolgen. Haltet die Augen offen und meldet unverzüglich jede Kleinigkeit. Verstanden? Okay. Ja, Heinrich, auf ein Wort! Okay, die können natürlich jederzeit angreifen. Es war ja eine Riesenarmee, also
Ich weiß auch nicht, wie lange so eine Festung hier jetzt standhalten würde. Vielleicht ein paar Stunden oder so, keine Ahnung. Ich frage mal, was er noch will. Der Robert. Wie kann ich helfen? Ich bräuchte zusätzlich ein paar gute Augen. Würdest du mit meinen Männern auf dem Wehrgang Wache halten? Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ich würde es begrüßen, wenn du meiner Bitte nachkämst. Natürlich, Herr. Ich helfe dir gern nach allem, was du für mich getan hast. Sehr schön. Und keine Sorge. Die Männer lösen dich später ab. Okay. Hey! Also muss ich jetzt Wache halten, oder was? Halte auf dem Wehrgang Wache. Okay. Gut. Soll ich jetzt hier einfach hin und her patrouillieren, oder wie hat er sich das vorgestellt? Ist aber auch ein Sauwetter, ey. Das wär's ja jetzt, wenn hier auf einmal so eine Karabinerhaken hochgeschossen kommen. Und die uns jetzt hier eiskalt auch angreifen. Geht der Eimer eigentlich komplett rum? Boah, es ist laut hier mit dem Regen, ist ja Wahnsinn. Wir müssen reden hier mit den Wachen. Guten Tag. Was hältst du von der Flucht der Skalitzer? Was hältst du davon, dass sich die Skalitzer so davonschleichen konnten? Kann mir nicht erklären, wie sie das angestellt haben. Müssen entweder gesegnet sein oder Sigismunds Söldnertrupp taugt nicht viel. Man hält die Augen offen, wenn man einen Feldzug führt, ganz egal, wie sehr es pisst. Wenn unser eins so einen Scheiß baut, zieht uns Herr Robert die Haut ab. Du hast ihren Angriff nicht gesehen. Ja. Eine Schande, dass es nicht alle geschafft haben. Ist Herr Robert wirklich so ein harter Brocken? Hart, ja. Aber gerecht. Ist ein erfahrener Veteran und kennt sich aus mit der Kriegskunst. Das glaube ich gern. Oh. Was ist jetzt? Schlurfst herum wie ein verlorenes Schaf. Deine erste Wache, hm? Glaub nicht, dass heute noch viel passiert. Kannst dich an die Mauer lehnen und auf morgen warten. Ich zeig dir, wie der Hase läuft. Mach ich. Danke. Okay. Was zur Hölle machst du da? Das wär's ja jetzt, ne? Wenn die aus Skalitz jetzt geflohen sind, irgendwie mit den Sigismund unter einer Decke stecken. Weil klar, es ist schon ein bisschen fragwürdig, wie die jetzt einfach da sich rausschleichen konnten. Ich meine, gut, es ist regnerisch und so weiter, aber die müssen sich ja an dieser ganzen Horde vorbeigeschlichen haben. Ich will den... Komm, geh durch. Ich will den ja nichts unterstellen oder so, den Herrn Ratzig. Der hat ja auch viel mit meinem Vater damals wohl gemacht und so, wie ich jetzt verstanden habe. Aber das wäre ja die Krönung. Wenn die unter einer Decke jetzt stecken. So, ich muss jetzt warten. Ich muss jetzt bis morgen warten. Ich nehme an, ich kann das auch irgendwie beschleunigen. Frage ist, wie? Irgendwo habe ich das doch gesehen. Mit dem Warten. Hier, schlafen und Zeit überspringen. So, es ist hier ein freies Bett. Na gut, ich kann jetzt nicht in einem Bett schlafen. Spieler P und eines Abbildung erkennst du den Wert Energie. Ja. Hier, wenn du auf etwas warten willst, kannst du mit T Zeit überspringen. Okay, die Wartezeit bestimmt. Okay, mit T. Nur mal T. Ah, okay. Ja gut, wir haben ja jetzt eine Ruhezeit oder so, sonst warten wir jetzt einfach mal. Es ist ja noch mitten in der Nacht, also probieren es einfach mal mit 2 Stunden. Vielleicht reicht es ja schon, weil ich weiß echt nicht, wie spät es halt ist, ne? Tick, tack, tick, tack. Ja, schön, dass ihr auf jeden Fall wieder eingeschaltet habt. Die letzte Folge war sehr krass. Na, also falls ihr die noch nicht gesehen habt, kann ich euch das nur empfehlen. Was geht denn jetzt ab? Mann an die Außenmauer! Rasch! Wir haben Besuch! Niemals.
Ich folge einfach mal der Wache. Weiter benutzen. Ich irgendwie raus. Ja klar, ich bewege mich schon. Alter, wenn die jetzt angreifen. Wo sind die denn? Laufe ich jetzt gerade im Kreis? Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Oder? Bis dahin. Okay. Versuch Nummer 2. Gucken wir uns gleich nochmal auf der Map nach. Ich würde es mal hier lang. Genau. Ach du Scheiße. Und gütig, uns wird es wie den Scarlets ergehen. Alter, schon wieder, ey. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns. Sieh nur, wie sich dieser selbsternannte König die Liebe und den Respekt seiner Untertanen erheuchelt. In der Tat, Robert. Sigismund von Luxemburg hat ein gutes Händchen dafür, die Menschen auf seine Seite zu ziehen. Okay, Luxemburg. Aber du wirst womöglich noch überrascht. Ich bezweifle, dass er seine Heiden heute auf uns hetzen wird. Sei gegrüßt, Herr von Thalmberg! Das ist er! Das ist der verdammte Bastard, der den Angriff geführt und meine Eltern ermordet hat! Sei kein Narr! Oder willst du so enden wie sie? Ja, Rache auf jeden ich Fall. Ich bin Herr Markwart von Aulitz. Ich komme auf Geheiß Sigismunds von Luxemburg, König von Ungarn und Kroatien, der beauftragt wurde, gegen jene vorzugehen, die Zwietracht im Land säen und im Namen seines Bruders König Wenzel IV. Die Ordnung im gesamten Land wiederherstellt. Ordnung wiederherstellen, indem er die Ländereien des Königs plündert und verbrennt? Sei gegrüßt, Herr Markwart, dass der Bruder des Königs sich bemüht, in diesem chaotischen Land für Ordnung zu sorgen, ist zweifelsohne löblich. Jedoch sind er und seine Truppen offenbar vom Weg abgekommen. Als Burggraf des Schlosses zu Prag bin ich dem König verpflichtet. Und hier in Thalmberg herrschte bis vor kurzem noch Frieden, bis ihr eintraft. Also was verschafft uns die Ehre eures Besuches? Gestern erst ging seine Majestät gegen einen der Feinde des Reiches vor. Herrn Ratzig Kobilla. Dieser verwendete Silber aus den Skalitzer Minen, um eine Auflehnung gegen die Krone zu finanzieren. Zu unserem Bedauern konnte der Aufständische entkommen. Du weißt nicht zufällig, edler Herr, wo er sich derzeit aufhalten könnte? Interessant. Soweit ich weiß, ist dieser Herr Ratzig, von dem du sprichst, des Königs Hauptmann in Skalitz. Ich glaube kaum, dass er sich tatsächlich gegen unseren König auflehnen würde. Davon abgesehen kann ich dir versichern, dass Herr Ratzig sich nicht in Thalmberg aufhält. Er wäre ziemlich töricht, wenn er aus seiner Burg, die er nicht verteidigen kann, in eine andere flieht, die es ihm noch schwerer machen würde. Oder kann es sein, dass mein bescheidenes Anwesen eurer Armee irgendwie im Wege steht? Ich soll dem König also mitteilen, dass sich Herr Ratzig Kobilla nicht hier in Thalmberg aufhält? Und dass er deine volle Loyalität genießt? Ich versichere dir, Herr Ratzig ist nicht hier. Und ich gedenke nicht, mich in Angelegenheiten einzumischen, die mir keinen Vorteil verschaffen. Nun gut, Herr. Wie du willst. Ich werde eure Worte dem König überbringen, in der Hoffnung, dass er sie so aufnehmen möge, wie ihr es euch erhofft. Jene mit einem reinen Gewissen und einem guten Willen brauchen keine Furcht zu haben, auch nicht in solch finsteren Zeiten, wo es kaum einen Grund zur Freude gibt.
Lebt wohl, Herr. Lebt wohl. Oh Mann, ey. Das kann ja was werden. Also der kommt im Auftrag des Königs. Und Herr Ratzig hat einen Aufstand versucht anzuzetteln, den man schon finanziert hat. Das wird immer besser, ey. Alter. Alter. Das ist gut gemacht. Das ist gut gemacht. Denkt jetzt. Pfeile fliegen los, ey, aber okay. Mein Herr, du hast meine allergrößte Bewunderung. Gehen wir zurück an die Arbeit, Robert. Ah. Hatte ich kurz Angst gehabt, ey. Aber den holen wir uns noch. Genau den. Herrn Marquardt. Der Pisser. Okay. Okay. Fackel können wir wegstecken. Schwert hier, ne? Das ist ein schönes Schwert. Okay, gehen wir mal wieder runter hier. Ich glaube, der hängt da ein bisschen fest. Reden wir mal mit ihm. Befreien wir ihn mal. Gott sei mit dir. So. Gut, er möchte ja nach Scarlet wegen seinen Eltern. Er möchte die begraben. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Sigismund irgendwie noch Truppen oder irgendwas da hat. Weshalb griff Sigismund Scarlets an? Das können wir gerne mal fragen gleich. So, was hat Sigismund vor? Was weißt du über die Kumanen? Weshalb brannte Sigismund Scarlets nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Was ist denn Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Das ist ein wichtiger strategischer Punkt. Er fürchtete die aufständischen Herren in Kuttenberg und wegen der Kornspeicher zum Plündern. Ich weiß nicht, strategischer Punkt vielleicht? Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Könnte sein, ja. Keineswegs. Oh. König okay. Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Okay. Interessant. So, was weißt du über die Kumanen? Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder.
Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Ist wahrscheinlich schon. So, ich muss nach Skalitz. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Ich muss meine Eltern begraben. Lass mich raus, sonst platzt mir der Kragen. An meiner Stelle würdest du dasselbe tun. Das würde ich sogar sagen. Ich meine, das sind immerhin meine Eltern. Ja, mal gucken, vielleicht versteht das. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Okay, krass. Das haben wir auf jeden Fall verkackt. Wir müssen mal das Gespräch erstmal beenden. Ja, das ist ja ärgerlich. Vielleicht hätten wir ihn irgendwie anders überzeugen können. Es ist natürlich hart gefährlich, nach Skalitz zurückzukehren, aber klar, ich würde auch gern hin. Und wenigstens da irgendwie... Vielleicht gibt es ja auch noch andere Überlebende dort, von denen wir noch gar nichts wissen. Wer war überhaupt in der Gruppe dabei bei Herr Ratzig? War da Theresa bei oder Fritz oder sonst irgendjemand? Wir wissen ja gar nichts. Es sind wieder viele, viele Fragen offen. Es war sehr... Also es war eine sehr infolastige Folge. Es ist ja actiontechnisch nicht viel passiert. Wir machen an der Stelle jetzt einen Cut. Und dann versuchen wir unser Bestes, nach Skalitz zu kommen, würde ich sagen. Ja, kurz hier weg, wir reden hier ein bisschen. Genau. Dass wir nach Skalitz können, weil wir müssen dahin. Ganz klar. Gut, Freunde. Danke, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugeguckt habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut.